Am Samstag, kurz nach 20 Uhr, wollte ein 57-Jähriger zu einer Veranstaltung in der Stadthalle Plochingen eine größere Menge an Getränken anliefern. Hierzu fuhr der 57-Jährige rückwärts mit seinem Mercedes auf den Vorplatz der Veranstaltungshalle. Als dieser nach mehreren Zeugenangaben plötzlich bewusstlos am Steuer zusammensackte. Der führerlose Pkw rollte noch einige Meter rückwärts und touchierte hierbei drei Kinder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, bevor er das Fahrzeug gegen eine Betoneinfassung prallte und dort zum Stehen kam. Die drei Kinder wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der 57-jährige Fahrer wurde ebenfalls zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum verbracht. Die Ursache der plötzlichen Bewusstlosigkeit ist im medizinischen Bereich zu suchen. Eine politisch motivierte Tat kann ausgeschlossen werden. Das Verkehrskommissariat Esslingen hat die Ermittlungen übernommen.